Hallihallo und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Assassin's Creed 2. Wir sollen einen gewissen Bartolomeo Dagliano besuchen. Und der ist natürlich am anderen Ende von Venedig. Aber das macht uns natürlich eigentlich überhaupt nichts, weil wir sind Ezio Auditore da Firenze. Wa? Na, 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 na. So, erstmal zu Leonardo, ein paar Codex-Seiten entschlüsseln. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ah, okay. Hoch, dann dasselbe umgekehrt. Prego. Also ganz ehrlich, ich bin kurz davor, ach, das machen wir, ganz ehrlich, das machen wir, das dauert mir jetzt zu lang. Ich werde es ganz einfach so machen. Ich werde jetzt zum nächsten Reisepunkt gehen. Ja, nach Florenz oder sonst wo hinfahren. Oder reisen. Und mich dann ganz einfach beim nächsten Punkt beim St. Markusplatz aussetzen lassen. Und da ist er ja auch schon. Hopp, hepp, hepp, hepp. Das ist mir egal, das ist mir egal. Komm, mach, mach. Die 200 Florin, das ist mir wert. Ja, ja, bla bla. Venedig. San Marco. Ja. Nee, ich hab ganz einfach irgendwie keinen Bock. Da 300, 400 Meter zu laufen.
Das mag zwar vielleicht Das mag zwar vielleicht genauso lang dauern, aber hey, das ist mir ehrlich gesagt. Scheißegal. Ja, wie bitte Hilfe? Bitte Hilfe! Sollten wir nicht. Bitte Hilfe! Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Bitte! Hilfe! Ja, wo denn? Wo denn? Ah, da. Dann gucken wir mal. Was hast denn zu reden? Ihr seid einer von Bartholomäus Männern. Was ist passiert? Wo ist er? Silvius Männer griffen an, brachten ihn tiefer in den Bezirk. Nördlich von hier. Requiescat in pace. Ach, Bartholomew. Na, das machen wir doch glatt mal. Was haben wir denn da? Irgendwo hier? Ja, pingen wir mal den Arzt dann. Ich bin sicher, ich habe das Glück. Er muss spät dran sein. Und sie sehr schön. Laju! Alter! Leck mich, Wichser. Na, was hast du? Wurfmesser. Na, aber gucken wir mal. Ah, fuck! Glaubt ihr denn nicht, wisst ihr nicht, warum ihr mich angekettet habt?
Glaubt ihr, ich wisse nicht, wer an Silvios Fäden zieht? Ich habe dieses Wesen von einem Herrn schon bekämpft, als die meisten von euch noch gar nicht geboren waren. Lasst mich aus! Lasst mich aus! Ich schwöre es. Das wurde aber auch Zeit! Ich weiß nicht, ob ich euch küssen oder ohrfeigen soll. Vielleicht beides, zur Sicherheit. Ihr habt völlig recht. Wer seid ihr? Ich bin Ezio Auditore da Firenze. Ich bin hier, um euch zu retten. Mal sehen, wer am Ende wen rettet. Was meint ihr denn? Da unten! Haltet sie! Yeah, baby, rock'n'roll. Jetzt. Pow! Ihr müsst mich nicht töten. Ich gehe einfach. Mit dem Besen. Geil. Pow. Wir sollten los. Korrekt. Da sind noch Köpfe zum Einschlagen. Vielleicht sollten wir versuchen, Konflikte zu vermeiden. Warum? Habt ihr Angst? Nein. Es ist nur, dass sie uns 100-1 überlegen sind. Wie ihr wollt, Bella Mia. Bitte verschont mich, ich bin ein guter Mann. Ihr seid unsere Gib mir ein Gesicht für meine Faust. Der gute Bartolomeo. Gnade mit dieser armen Seele. Achtet auf den Großen. Er wird Dante genannt. Die meisten von Silvios Männern können nichts, aber er bedeutet Erbe. Ja, Schnickschnack. Ah, süße Freiheit. Wie ich dich vermisst habe. Silvio hat seine Leute geschickt, um euer Haus zu plündern. Bereitet euch für den Kampf. Endlich wird die Sache interessant. Was für ein Spaß. Komm, schauen wir, was du kannst. Endlich wird die Sache interessant. Tun wir es. Knochen brechen. Andiamo. Wenn ihr euer Leben liebt, gebt ihr auf. Geht's niemals! Was ist das Leben wert, wenn man nicht frei ist? Hä? Ich gehe nicht in den Käfig zurück. Dann werdet ihr hier sterben. Tötet sie. Ja. Was haben die hier nur angerichtet? Bianca, hoffentlich geht es dir gut. Okay. Gut zu wissen, dass Bianca! Bianca! Eine Freundin. Ist alles in Ordnung? Hä?
Was denkt ihr denn? Schaut euch nur um. Und die arme Bianca. Wenn ihr etwas geschehen ist. Aha! Oh, meine Liebste. Gott sei Dank geht es dir gut. Ezio, das ist Bianca. Bianca? Ezio. Alles klar. Alles klar. Entzückt? Ja, Dito. Also, ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo. Könnt ihr mir helfen? Ah, es wäre mir eine Ehre. Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei. Drei, um seine Streitmacht zu schwächen. Was meint ihr, was zu tun ist? Ich gehe und bereite meine Leute vor. In der Zwischenzeit befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden. Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklassen darf. Verstanden. Ich werde mich darum kümmern. Viel Glück da draußen, Ezio. Na, die befreien wir doch. Komm, bitte. Das wird ein Kinderspiel. Ja, komm. Klack. Anvisiert. Nee, läuft. Und ab dafür. Ah, vier Federn schon wieder. Au! Oh. Da ist er! Auf ihn! Tau, 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 tau! Das war's, mein Freund. Ein ekelhafter, wahnsinniger Assassiner wandelt unter uns. Vielen Dank für die Hilfe, Freund. Wir würden mit euch kämpfen, wenn ihr uns wollt. Nein. Ist schon gut. Blatter. Ich
Pau, 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 pau. Pau. Und tschüss. Ich hab genug von dir. Du brichst die Regeln. Wir brechen dich. Pau. Ja, das will ich mal sehen. Heilige Jungfrau. Ich erwarte meinen Tod. Ja, komm. Du kleine Drecksau. Ich muss nach Hause. Dich hole ich mir. Auf mich eindreschen, aber dann wegrennen, wenn deine... Ja, komm. Passt schon. Komm. Bla, bla, bla. Wow. Verehrte Kunden, ihr wisst, ich habe nur das... Lagt euch etwas... Ja, und dann bitte ein bisschen Medis. Danke. Glaubt mir, ihr werdet euch bald besser fühlen. Wir sind bei euch, Freund. Geht einfach voran. Seguimi. Ja, komm, geht's mir aus dem Weg. Alter! Ach, geht's weg, ihr Deppen! Meine Fresse. Ach, haut's doch ab, ihr Ficker! Ja, Stronzo, ich geb euch gleich Stronzo, ihr Ficker! Weißt was? Fick dich, Arschloch! Aus dem Weg, aus dem Weg! Ihr Deppen!
Gesicht, der kommt mir bekannt vor. Dazu, fass ihn, dort! Ich hab genug von dir. Und jetzt wird er an Silvio weitergereicht, wie ein Hund. Vielleicht nicht. Jetzt hast du es geschafft, Bastardo! Vielleicht lasse ich dich leben. Vielleicht nicht. Verzisch dich. Und tschüss. Anschließend. Willkommen im Land der Schmerzen, Bastardo. Macht's ihn fertig. Und tschüss. Wir gehen mit euch. Gemeinsam werden wir die Barbarigo vernichten. Jawohl. Verdammt, das waren sicher wieder diese Südländer. Bestimmt wegen ein paar Münzen erschlagen. Ja, und wie wir die Barbarigo endgültig aus Venedig vertreiben, das seht ihr im nächsten Teil von Let's Play Assassin's Creed 2. Bis dahin macht es gut und ciao. Was ist das? Heiliger Vater.